Liebe Freunde des Versammlungsrechts, heute ist der 20. April 2020 und Pegida hat, wie angekündigt, eine Demonstration gemacht. Ich habe mir den Livestream angeguckt und konnte ja nichts wirklich Besonderes, Herausragendes erkennen, nichts Rassistisches, nichts Faschistisches. Und da habe ich mir mal angeguckt, was denn die Parteien in Dresden so von sich geben. Ihr seht im Bild eine Pressemitteilung bzw. einen Blogartikel von der Fraktion Die Linke. Sie überschreibt ihre Forderungenartikel mit Kritik an Versammlungsbehörde. Dresden rollt ausgerechnet am Führergeburtstag Pegida den roten Teppich aus. Ja, es haben einige Leute gegen die Infektionsschutzgesetze der Länder geklagt und inzwischen hat das Bundesverfassungsgericht auch einige positive Entscheidungen getroffen. Das heißt, eine komplette Untersagung von Versammlungen ist also nicht Grundrechtsreform und Pegida gehörte heute zu den ersten, die von diesem, ich nenne es mal Beschluss, ich bin mir gerade nicht sicher, ein Urteil wird es nicht gewesen sein, aber sowas wie ein Beschluss, die das also genutzt haben, und die Linke wettert also dagegen, dass die Versammlungsbehörde, der Oberbürgermeister Dirk Hilbert vorsteht, als gewählter Oberbürgermeister Dresdens, dass die Versammlungsbehörde diese Versammlung überhaupt zugelassen hat. Demonstrationen müssen nicht genehmigt werden. Sie sind anzeigepflichtig, aber nicht genehmigungspflichtig, und das gilt natürlich auch in Zeiten von Corona, auch da gelten unsere Grundrechte, wenn auch nur eingeschränkt. Wer kommt als nächstes? Die SPD. Der Artikel ist überschrieben mit Pegida beweist, wie antisolidarisch und menschenfeindlich die rechtsextreme Gruppe ist. Ihr könnt das Video kurz anhalten, um euch diesen Schnulli durchzulesen. Es ist ein Witz und ein Angriff auf die Versammlungsfreiheit. Wen haben wir noch? Die Grünen, die Pressemitteilung ist schon ein paar Tage alt, vom 18. April. Und da beschwert sich die Stadträtin Andrea Mühle, die ihres Zeichens Sprecherin für Demokratie und Zivilgesellschaft ist, dass also eine Veranstaltung sächsischer Gastronomen, Hoteliers auf dem Neumarkt nicht mehr Rechte haben dürfe als zwei ältere Personen, die auf dem Jorge Gomondai-Platz noch ein paar Tage vorher Pappkameraden aufgestellt haben. Hat also keinen Bezug zu der heutigen. Es geht um die Gleichbehandlung von Versammlungen. Das waren die Parteien. Jetzt habe ich noch was Schönes für euch. Schöne Anführungszeichen. Eine Petition von der Band Banda Comunale. Sie trägt den Titel »Keine öffentlichen Plätze mehr in Dresden für rassistische, rechtsradikale und hassverbreitende Kundgebungen«. Langer Text, viele Vorwürfe, Volksverhetzung, Holocaustleugnung, Landfriedensbruch, gefährliche Körperverletzung, Nötigung, Sachbeschädigung. Dann wird noch dem Anführer von Pegida, dem Lutz Bachmann, vorgeworfen, zu Recht in dem Fall, dass er mehrfach vorbestraft sei. Und am Ende fordert also Banda Comunale und mit ihr oder ihnen 15.733 Mitzeichner, dass Pegida der Entzug von öffentlichen Plätzen in der Innenstadt für rassistische, rechtsradikale und hassverbreitende Kundgebungen. Das ist also Banda Comunale mit seinen 15.733 Mitzeichnern. Jetzt geht's weiter, jetzt wird's langsam lustig. Und zwar hat der Dirk Hilbert heute gepostet, er könne das Unverständnis vieler Menschen über die Versammlung von Pegida am heutigen Abend nachvollziehen. Dann hat er eine Prüfung veranlasst. Das hat Mutti Merkel aus Südafrika auch gemacht. Irgendwas musste rückgängig gemacht werden. Und zwar wurde dort eine Entscheidung von heute des Verwaltungsgerichtes Chemnitz einbezogen. Das Gericht in Chemnitz hat entschieden, dass eine Versammlung in Chemnitz mit nur 15 Teilnehmern stattfinden darf. Und das am Führergeburtstag, muss man sich immer bewusst machen. An diesem Urteil orientieren wir uns und haben Pegida einen Änderungsbescheid übermittelt, der nun eine Teilnehmerzahl von 15 statt 80 Personen vorsieht.
Diese Regelung erscheint mir, Grammatikfehler, erscheinen mir in der jetzigen Situation wesentlich angemessener, da zum Beispiel das Recht auf Ausübung der Religionsfreiheit auch auf 15 Teilnehmer beschränkt ist. Insofern herrscht hier eine Gleichbehandlung beider Grundrechte. Ich habe selten was gelesen, vor allem das am Ende, was mehr an den Haaren herbeigezogen war, als könnte man die Versammlungsfreiheit irgendwie mit der Religionsfreiheit, als müsste man die irgendwie gleich behandeln. Kann man, muss man aber wahrscheinlich nicht. So, darauf habe ich kommentiert, und zwar, Gott, wo steht's denn? Jetzt muss ich kurz blättern, da ist es. Ich habe ihm geantwortet, das sagen Sie, Dirk Hilpert, als Organisator und Veranstalter des Menschenauflauf vor dem Rathaus heute, Fragezeichen. Ein herrlicher Humor, den Sie da an den Tag legen. Dazu muss man wissen, dass Dirk Hilpert schon am Freitag angekündigt hat, dass heute am Montag, den 20. April, kostenfrei Mundschutz an Bedürftige verteilt wird. Daraufhin hat sich eine Schlange vor dem Rathaus gebildet, die einmal um das Rathaus rum und bis zur Haltestelle Pirnascher Platz reichte. Es haben sich also mehrere tausend Menschen in einer Warteschlange eingereiht, um auf Mundschutzmasken zu warten. Ziemlich sicher haben all diese Menschen vorher keinen Mundschutz besessen, und wenn ein Infizierter dabei war mit Corona, dann hat er womöglich andere angesteckt. Und dieser Oberbürgermeister spielt sich jetzt also auf, als hätte er irgendjemanden gleich behandelt. Die Diskussion ging noch weiter. Der Herr Wobst, mir bekannt, ich gehe ihm aus dem Weg. Er schreibt, der Maskenauflauf und Pegida sind ein Unding. Daraufhin habe ich ihm geantwortet, dass jemand, der seine Grundrechte nutzt, doch kein Unding sein könne. Und dass ich ihm, wenn möglich, weitestgehend aus dem Weg gehe, weil ich ihn für einen Spezialdemokraten halte. Jetzt blätter ich nochmal ein bisschen durch, zurück. Ich habe also hier gesammelt Kommentare, die ich bekommen habe, auf meine harmlosen Kommentare. Ich würde also Faschisten, die sie ihr heuchlerischem und dreist mit den restlichen rational agierenden Menschen vergleichen und die das Grundrecht unter Verkennung des Risikos für ihren verabscheuenswürdigen Rassistendreck missbrauchen, sind ein Unding. Insofern bin ich ganz froh, dass sie anscheinend einen Funken Restverstand besitzen und uns, der demokratischen Mehrheit, aus freien Stücken aus dem Weg gehen wollen. Das bewahrt sie aber nicht davor, berechtigten Widerstand und Kritik ausgesetzt zu werden. Pech für sie, denn Ruhe werden sie in der Faschistenblase nicht finden. Und Widerworte werden weiterhallen, auch in ihrer Echokammer. Bam, da hat das mir richtig gegeben, der Sebastian Turm. Wen haben wir noch an Spezialdemokraten? Ich habe ihm übrigens geantwortet, Sie sind das Volk. Auch Ihren Humor finde ich grandios. Wen haben wir noch? Eine Alexandra Horn, die meint, dass sie den Herrn Bachmann angreifen müsste, zu dem sie aber lieber nichts schreibt. Ist arm für Dresden, ob nun mit 88 oder 15 Teilnehmern. Dann hätte sich Sachsen einfach an die Kontaktsperre bis zum 3.5. halten müssen, die letzte Woche vereinbart wurde, und nicht sein eigenes Süppchen kochen. Dresden sollte mal endlich über seine Außenwirkung nachdenken und das Bild, was es seit Jahren zeichnet. Ich habe ja darauf geantwortet, Außenwirkung geht vor Grundrechten? Auch Sie gewinnen den zu vergebenen Preis für Demokratie nicht. Dann kam der nächste Hansel an, Sascha von Gerischem. Grundrechte? Am 20. April sollte den Nazen grundsätzlich jede Versammlung untersagt werden. Immer. Damit bleiben die Grundrechte von unzählig mal mehr Menschen gewahrt. Nennt sich dann Verhältnismäßigkeit. Hashtag Nazis raus. Herzlichen Glückwunsch. Was habe ich ihm geantwortet? Am Geburtstag des Führers die Grundrechte außer Kraft setzen? Auch Ihren Humor möchte ich niemals missen. Eine Claudi Co. hat mir eventuell ernsthaft oder scherzhaft empfohlen, ich solle die Auswahl meiner Nachrichtenseiten überdenken. Vorher hatte jemand mein Profil durchsucht und hat gefunden, dass ich einen Artikel der Jungen Freiheit verlinkt und wahrscheinlich auch kommentiert hatte. Also,
Die Leute gehen auf mein Profil und gucken sich an, was ich zuletzt gepostet habe und dann reiben sie mir das unter die Nase, während ich versuche, die Versammlungsfreiheit bzw. die Grundrechte zu verteidigen. Wie geht's weiter? Lesen Sie nochmal, was Sie genau geschrieben haben und wenn Sie es begriffen haben, melden Sie sich bitte erneut. Da Sie aber die junge Freiheit lesen, wird es wahrscheinlich eine Weile dauern. Ich wünsche Ihnen dann schon jetzt ein frohes neues Jahr. Genau, ich habe ihm darauf geantwortet mit dem Grundgesetz Artikel 5. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Zitat geht noch weiter, spare ich euch. So, was haben wir denn hier noch? Der Ingo Wobst nochmal, ausgerechnet an Hitlers Geburtstag. Heute Abend beginnt zudem der jüdische Shoah-Gedenktag. Ich glaube nicht, dass die Pegidisten an den Holocaust und die anderen Verbrechen der Nazis erinnern werden. Was das mit dem Versammlungsrecht zu tun hat und ob man es großzügig als Staat gewährt, was ein Grundrecht ist und was damit nicht gewährt, sondern garantiert werden muss. Egal. Der nächste Scherzkeks, ich dachte, er meint es lustig, ein Peter Wallert. Als wäre das eine entwürdigende Bezeichnung. Ich weiß nicht, was er meint, Spezialdemokrat vielleicht. Finden Sie es denn nicht ein bisschen asozial, in einer solchen Krisensituation von Grundrechten zu jammern? Sollen wieder knapp 50 Millionen Menschen, 50 Millionen Millionen Menschen sterben, nur weil sich, habe ich nicht richtig kopiert, Entschuldigung. So, was haben wir denn noch? Zum Erhalt der Grundrechte und zum Schutz der Demokratie sollten am 20. April in der gesamten Bundesrepublik allein antifaschistische Versammlungen genehmigt werden. Faschismus widerspricht der Rechtsgrundlage unserer bunten Republik und wo immer ich Faschisten denunzieren und rechtlich verfolgen lassen kann, tue ich das aus tiefer Überzeugung. Hashtag laut gegen Faschismus, Hashtag Muteinander. Herzlichen Glückwunsch. So, was habe ich ihm geantwortet? Zum Erhalt der Grundrechte müssen diese am Geburtstag des Führers für einen bestimmten Personenkreis aufgehoben werden? Ihr Humor ist gar köstlich. Was hat er mir geantwortet? Ich finde es schon abartig, welche Bezeichnung Sie für diesen geisteskranken Massenmörder wählen. Wiederholt, das Aufheben von Grundrechten und Menschenrechten von verschiedenen Personengruppen gehört doch gemeinhin zum festen Programm der Faschisten. Woher also plötzlich Ihr Problem damit? Ich habe ihm geantwortet, zusammen praktizieren wir beide gerade abartige Kunst. Nur falls Sie es noch nicht bemerkt haben sollten. Hashtag Pro-Tipp. Was haben wir hier noch? Einer beschwert sich nicht bei mir, sondern allgemein, mal davon abgesehen, dass es unverständlich ist, dass die Demo überhaupt erst genehmigt wurde. Wie kann jemand so eine Demo überhaupt anmelden, der gar nicht dabei sein wird und seine Kokswampe auf Teneriffa parkt? Einer merkt richtig an, vielleicht weil er überhaupt nicht der Anmelder ist, und das stimmt. Lutz Bachmann wurde die Fähigkeit, eine Versammlung zu leiten, aberkannt aufgrund seiner Vorstrafen. Und deswegen macht es jetzt, so viel ich weiß, der Herr Debritz. Der Herr Bachmann ist aber der Protagonist und die Galionsfigur für Pegida. Und das kann man gut oder schlecht finden, aber es ist, wie es ist. So, jetzt haben wir noch eine Krönung hier. Ein Michael Krause, mir auch unbekannt. Er sagt mir, ich find's erschreckend, wie offen Sie zu Ihrer faschistischen Gesinnung stehen. Nicht nur die Verteidigung dieser Demo an diesem Datum mit eben diesem Hintergrund, auch Ihre Wortwahl, die einen glauben lässt, Sie wären gerade aus einer Zeitkapsel gestiegen, ist echt erschreckend. Und dann noch auf der eigenen Pinnwand rumposen, was für ein lustiger Kerl Sie sind, weil Sie diesen Beitrag in dieser Form kommentieren. So, genug Aufmerksamkeit von mir. An alle anderen, lasst euch von dem Nazi-Troll nicht zu sehr ärgern. Ich habe ihn dann gefragt, ich wäre Ihnen dankbar für jeden Hinweis darauf, was meine faschistische Gesinnung verraten hat. Mein Eintreten für Grundrechte für jeden? Was war es? Ja,
Ich glaube, oh, er hat, nee, er hat mir nicht geantwortet. Doch, er hat mir nochmal geantwortet, habe ich aber nicht mehr gefunden. So, damit will ich es bewenden lassen. Also, mein Eintreten für die Versammlungsfreiheit, in dem Fall für Pegida, hat dazu geführt, dass ich als Faschist bezeichnet wurde und dass mir alles Mögliche gewünscht und gedroht worden ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, herzlichen Glückwunsch, liebe Antifaschisten, das habt ihr richtig dolle gemacht. Ich bin mächtig beeindruckt und werde genauso weitermachen und für Grundrechte eintreten, wie ich das bisher gemacht habe, ihr Zipfel. Pfiat's euch!